Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Die My Little Box ist da und ich finde das Design so unfassbar schön. Das gefällt mir so gut mit den schönen bunten Blumen drauf. Das Farbschema, oh, das mega. Also das finde ich schon super cool. Die Box ist ein bisschen höher. Rabattcode habe ich auch, den blende ich euch ein. Und den werde ich auch noch mal in die Infobox schreiben. Da könnt ihr nämlich sparen. Und oh, Leute, ich freue mich so über die Box. Die ist ein bisschen höher als sonst, habe ich ja schon gesagt. Und ich finde es schön, dass die halt eben jetzt auch mal ein bisschen höher ist, weil ich verwende die Boxen immer weiter. Und das ist dann auch praktisch, wenn mal eine höhere Box mit dabei ist. Thema ist In Bed with Books. Sehr cool. Ich lese ja auch unheimlich gerne. Nur aktuell irgendwie kann ich mich nicht so richtig drauf konzentrieren, was ich super schade finde, weil, wie gesagt, ich liebe es eigentlich zu lesen. Mal gucken, ob ich irgendwann mal wieder die Muse habe, ein bisschen mehr zu lesen. Ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen. Und ich habe die Box jetzt mal aufgemacht. Innen drin sieht die so aus. Schöne Schleife, Karte. Mache ich jetzt mal auf. Das hier ist die Karte. Wunderschön. Ist hinten nichts drauf, das heißt, man könnte die halt auch wieder verschicken, wie auch immer. Was Schönes hinten drauf schreiben oder man kann sich es auch einrahmen. Finde ich jetzt persönlich super dekorativ. Das sieht wirklich super schön aus. Also das trifft 100% meinen Geschmack. Gefällt mir sehr gut. Dann ist mit drin ein Säckchen, auch sehr praktisch. Ein Kästchen. Im gleichen Design und eine Box. Könnte eine Tasse sein. Wir haben ja jetzt wieder Winterzeit. Da ist dann öfter mal eine Tasse mit drin. Flüssiger Eskapismus. Okay. Ja, ist auch ein Rezept mit drauf. Es sieht mir aus, ihr habt wahrscheinlich gar nichts sehen können, aber es sieht mir aus nach einer Tasse. Ich öffne das mal. Ja, tatsächlich. Und in der Tasse selbst steht irgendetwas drin. Ist sicher eingepackt. Ach, niedlich. So eine schöne, schlichte Tasse. Gefällt mir. Ja, freue ich mich. Finde ich schön. Und da steht was drin. Sur... Un petit nuage de lait. Was heißt das denn? Was heißt denn nuage? Weiß ich nicht. Da ist eine Wolke drauf. Heißt das Wolke? Irgendwas mit Milch? Sur heißt doch über, oder? Oh. Keine Ahnung. Über einem kleinen Wolkenmilch. Schau. Das ist jetzt echt voll interpretiert. Ich weiß es nicht. Na, ich kann ja schon Französisch, aber nicht mehr so gut, ne? Weil, wann braucht man das mal? Ich komme jetzt auch nicht mehr rüber zum Einkaufen. Ich wohne ja ziemlich an der Grenze. Und ja, da braucht man eben auch schon mal ein bisschen Französisch und so. Und halt auch... um das zu lesen, was halt auch auf den Produkten draufsteht. Das klappt auch gut. Ich kann mich dann auch mit den Leuten verständigen und so. Aber da bin ich jetzt irgendwie auch leicht überfragt. Weiß ich gerade nicht. Steht das dann da irgendwie? Das werde ich nachher mal überprüfen. Un petit heißt halt klein. Was heißt denn Nuage? Nuage de lait, was heißt das? Das ist bestimmt so ein Kombiwort. Ich habe keinen Schimmer. Dann gucken wir mal, was da drin ist in dieser Schachtel. Und die Schachtel, die hebe ich mir auch auf. Ich habe letztens eine verbastelt, habe dann was anderes drauf gemacht und habe dann da ein kleines Geschenk reingemacht. Ja, und habe das dann verschenkt. Das fand ich cool, dass ich schon mal so eine Box vorgebastelt hatte. Da ist was drauf. Entspannte Gesichtszüge, straffe Wangen, definierte Kinnlinie. Face Relax Deluxe. Ah, okay.
Das ist so ein, jetzt kommt's. Ah, hier. Gua Sha Massagestein. Mal gucken, ob das jetzt auch tatsächlich ein Stein ist. Der Hund, die Post war gerade eben schon da. Aber scheinbar kommt noch mal irgendwas. Gleich geht's ab hier. Ja, es ist ein Stein. Sowas war ja schon mal in einer Box. Nicht in der My Little Box, in einer anderen Box. Und da war das kein Stein, da war das Plastik. Und jeder so, hä? Muss das so? Weil da steht es ja auch, Gua Sha Massage Stein. Und das ist, also es fühlt sich auf jeden Fall so an, als wäre das tatsächlich ein Stein. Ja, interessant auf jeden Fall. Und dann kann man den so, sich so durchs Gesicht ziehen und kann dann da gewisse Sachen machen. Gesicht straffen, Wangen straffen und ja. Ist hier dann halt auch alles beschrieben. Finde ich cool. Ich finde es schön, dass das so hochwertig ist, dass das tatsächlich, ich meine, ein Stein ist. Finde ich sehr cool. Das gefällt mir. Und jetzt kommen wir noch zum Beutel. Was steht denn da drauf? Magic Pouch. Okay, ich mache das auf und dann ziehe ich einfach mal raus. Erstes Produkt. Lano Lips. Oder? So heißt das doch. Ein Lippenbalm. Sieht super schön aus. LanoLips.com Strawberry, also Erdbeere. Fraise steht hier auch noch drauf, also Erdbeere. Cool. Ja, ein Lippenbalm. Erdbeerbalm. Schön, die Optik gefällt mir auch. Sieht cool aus. Was noch drin? Was Großes? Eine Tube. Oh je, was ist das? Design Tribe heißt das, glaube ich. Self-Heating Effect, Mask on and Chill. Also so eine wärmende Maske. Da steht, in-Dusch reinigende und stärkende Maske mit innovativem Wärmeeffekt, 97% natürliche Inhaltsstoffe, Vitamin C hat antioxidative Eigenschaften, Koffein wirkt stimulierend. Das Selbstwärmungseffekt öffnet die Poren und sorgt für einen tiefen, wirksamen Pflege- und Reinigungseffekt. Interessant. Okay. Ja, ist mal was anderes. Ist wahrscheinlich schnell gemacht, wenn da steht In-Dusch. Also macht man das in der Dusche drauf und wäscht sich dann auch in der Dusche direkt wieder ab. Was steht denn da? 2 bis 5 Minuten. Ja, nicht schlecht. Ist mal was anderes. Sowas hatte ich jetzt noch nicht. Nächstes. 2 Sachen sind noch drin. Das hier. Ole Henriksen. Banana Bright Eye Cream. Cool. Oh, wie niedlich. Ich mache das mal unten auf, weil oben ist zugeklebt. Oh, wie süß. Wie für in so einen Kaufladen. Wenn das leer ist, dann werde ich die Verpackung auch, also nicht der Kleinen, die hat keinen Kaufladen. Die hat eine kleine Kinderküche, aber da braucht sie das nicht. Aber meine kleine Cousine, die ist 3, die hat einen Kaufladen. Und ja, da werde ich das aufheben, wenn das leer ist. Und dann kann sie das benutzen für den Kaufladen. Super süß. Ich hoffe, ich denke auch dran. Ich mache das mal auf. Ach ja, je, extra auch noch so ein Ding oben drauf. Wow. So sieht das aus. Duftet jetzt erstmal nicht nach Banane. Hier ist ein bisschen was am Deckel. Nach Banane duftet es nicht. Ja, muss ja auch nicht. Aber ich habe es halt angenommen, weil das da steht. Banana Bright. Aber hat irgendwie einen Geruch. Nach irgendwas. Aber ich möchte jetzt halt auch nicht zu viel verschwenden da. Finde ich sehr cool. 3 ml. Da freue ich mich drüber. Und nächstes. Oh, süß. Ja, sehr cool. Oh, lauter so kleine Kaufladenprodukte. Bon Maman Erdbeerkonfitüre. Lecker. Freue ich mich. Oh, das ist schön. So kleine Dinger da, die liebe ich. Und die Kleine hat sowas halt für ihre Kinderküche dann auch. Sehr cool.
Ja, oh, schön. Das war die Box, hat mir gefallen. Da waren auch mal ein paar andere Produkte drin, die man sonst jetzt nicht so hat. Fand ich schön, die Tasse finde ich schön, da freue ich mich drüber. Gefällt mir. Für so einen schönen kleinen Kaffee zwischendurch. Finde ich wirklich schön, freue ich mich. Das war's. Ich werde euch alles in die Infobox verlinken, wenn euch die Box auch interessiert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.